Das Neubenning IT-130 ist ein multifunktionales Installationsprüfgerät zur Durchführung von Prüfungen gemäß DIN VDE 0100 Teil 600 und DIN VDE 0105 Teil 100. Alle Prüffunktionen sind über den griffigen Drehschalter bedienerfreundlich direkt anwählbar. Im Bedarfsfall unterstützt eine Hilfefunktion den Anwender über benötigte Prüfleitungen und das erforderliche Anschlussschema. Sämtliche Anschlüsse befinden sich gut zugänglich auf der Geräterückseite. Barcode-Scanner, Luxmeter und serielle Schnittstelle, 4 mm Buchsen für Strommesszange, USB-Schnittstelle und Ladeeingang, Messeingang für Prüfleitungen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Commander-Prüfspitze können Testabläufe gestartet, Prüfergebnisse abgespeichert und Messfunktionen direkt angewählt werden. Ebenso ist das Zuschalten der Displaybeleuchtung möglich. Und zwei helle LEDs beleuchten bei Bedarf die Messstelle. Zur Isolationswiderstandsmessung werden die gewünschte Prüfspannung und der zulässige Grenzwert über die Tasten am Gerät oder die Commander-Prüfspitze ausgewählt. Der Messablauf wird über die Taste Test gestartet. Ein positives Prüfergebnis wird über grüne LEDs an Prüfspitze und Gerät eindeutig signalisiert. MEM-Taste betätigen, um Messwertspeicher aufzurufen und Speicherplatz auswählen. Bekannte Anlagenstrukturen können mit der beiliegenden Software in 4 Ebenen editiert und in das Prüfgerät geladen werden. Taste MEM zum Speichern drücken. Um den Messleitungswiderstand zu kompensieren, Messleitungen kurz schließen und Taste KAL drücken. Der erfolgte Nullabgleich wird im Display mit einem Symbol bestätigt. Zulässigen Widerstandsgrenzwert auswählen und Potentialausgleichsschiene kontaktieren. Hierzu kann die optionale 40 Meter Messleitung Benning TA5 verwendet werden. Messpunkt kontaktieren und Taste Test betätigen. Grüne LEDs an Prüfspitze und Gerät stehen für ein positives Prüfergebnis. Die Messergebnisse können direkt über die Commander-Prüfspitze abgespeichert werden. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind helle LEDs zur Messstellenbeleuchtung zuschaltbar. Negative Prüfergebnisse werden über rote LED-Anzeigen an Gerät und Commander-Prüfspitze angezeigt. Zur Schleifenimpedanzmessung an Steckdosen dient das mitgelieferte Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker. Um das unerwünschte Auslösen von Fehlerstromschutzschaltern zu verhindern, die Messfunktion ZS-RCD auswählen, zutreffende Grenzwerte einstellen und Messung mit Taste Test starten. Messwertspeicher aufrufen, Speicherplatz auswählen und Messergebnisse abspeichern. Das Benning IT-130 ermöglicht die vollständige Prüfung einer FI-RCD-Schutzeinrichtung des Typs AC, A und F sowie der altstromsensitiven Schutzeinrichtungen vom Typ B und B+. Automessung mit Taste Test starten. Das Benning IT-130 führt nacheinander sämtliche Messungen gemäß den entsprechenden Prüfnormen selbstständig durch. Auch hier wird ein erfolgreiches Prüfergebnis eindeutig über grüne LEDs signalisiert. Die Messergebnisse können der Messstelle zugeordnet und abgespeichert werden. Rund 1800 Ergebnisse können im internen Speicher abgelegt und nach Abschluss der Messungen über die USB- oder RS-232-Schnittstelle auf den PC übertragen werden. Die im Lieferumfang enthaltene Vollversion der Software Benning PC Win IT-130 erlaubt nicht nur ein bequemes Herunterladen, Verwalten und Dokumentieren der Messergebnisse, sondern auch die einfache und zeitsparende Erstellung von ZVEH-Protokollen.
Das Banning IT 130 wird mit bereits sehr umfangreichem Zubehör geliefert. Optionale Systemerweiterungen wie der Commander Prüfstecker, ein Barcode-Scanner zur Umbenennung des Speicherplatzes, verschiedene AC-DC-Strommesszangen, ein Luxmeter sowie ein Set zur Erdungsmessung und die 40 Meter Messleitung komplettieren das Banning IT 130. Ein 16 Ampere CEE-Messadapter zur Spannungs- und Drehfeldmessung ist ebenfalls verfügbar.